Können Sie in irgendeiner Form beschreiben? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich finde, wir haben natürlich nicht unser bestes Spiel abgeliefert, klar, aber wir haben großartig gekämpft, wir haben großartig gefightet. Am Ende das Elferschießen natürlich auch eine Lotterie, ist aber auch eine Qualität. Also ist eine Mischung aus beiden, da haben wir dann das Pech auf unserer Seite gehabt. Roman war einmal dran, einmal fast dran, ein bisschen Glück, da geht es anders aus. So ist natürlich, ja, unfassbar schade, wir sind alle unfassbar traurig, da muss man nicht drum rumreden. Ich finde, vielleicht hat sich Bayern verdient, aber allein für unsere kämpferische Leistung, die wir heute eben gebracht haben, hätten wir das definitiv auch nicht unverdient geholt. Und dann das Ende für Sie in Dortmund auf diese Art und Weise. Was war los? Ja, das will natürlich kein Mensch. Ne? Ich hatte wie alle anderen auch immer mal wieder Krämpfe schon zwischendurch. Also man hat gemerkt, lange Saison, letztes Saisonspiel. Aber so kleinere Krämpfe, die sind ehrlich gesagt kein Problem. Die läuft man weg wieder in einer Minute oder einer halben Minute. Aber in der einen Szene muss ich irgendwie, weiß nicht, das Sprunggelenk ein bisschen unglücklich verdreht haben. Da hat komplett alles sofort zugemacht. Man hat es ja gesehen, ich habe es nochmal versucht, aber es ist nicht mehr frei geworden, sondern bei jedem Schritt hat es wieder direkt zugezogen und dann kannst du auf dem Niveau halt natürlich nicht mehr mitspielen. Das ist klar, es ist Scheißende. Könnte das ein Problem werden für die anstehende Euro? Nee, das war jetzt einfach, glaube ich, der langen Saison geschuldet. Jetzt wird ein paar Tage regeneriert, bis wir uns treffen. Ist nicht lange Zeit, aber auch da die ersten Tage werde ich mit Sicherheit mir erstmal nochmal ein bisschen eine Pause gönnen müssen. Ja, das geht dann halt schon, so ein Krampf, ja, das ist halt einfach doof in der Situation, aber es ist nichts, was eben ja, länger als ein paar Tage dauert. Und jetzt können Sie trotzdem noch irgendwie Abschied feiern, geht das noch irgendwie? Ja, natürlich werde ich mit den anderen Abschied feiern. Wir hatten eine unfassbar schöne Zeit, also wirklich unfassbar schön. Die verlorenen Finals in den letzten Jahren tun weh, aber ich bin unfassbar froh, dass ich das mit den Jungs erleben durfte, die sehr lange Zeit mit denen, die wir lange zusammen sind. Ich werde sie alle sehr vermissen, definitiv. Trotz der Niederlage heute, wir wünschen einen schönen Abend und einen guten Neustart für Sie. Danke. Und